Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge KAM Mechanic Simulator. Ja, ich habe hier mal hier unser neues Projekt oder mein neues Projekt hier hingestellt. Ein Matze RX-7 haben wir noch nicht, ein RX-3 haben wir schon mal gemacht. Ich habe den so mal vom Schrott irgendwann, glaube ich, mal mitgenommen. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe da sogar noch ein paar Teile für. Schauen wir mal. Ich habe mich aber auch hier mal um. Kann es eigentlich sein, dass der Wagen aussieht wie Eleanor aus nur noch 60 Sekunden? Ja, ne? So ein bisschen. Taufe ihn mal Eleanor. Um den habe ich mich mal gekümmert. Und zwar habe ich das jetzt mit dem Reifen hier soweit in den Griff gekriegt. Ich bin beim gleichen. Was war das? Sport. Ne, Classic Race Pro. Bei dem bin ich geblieben. Ich hatte mir nochmal den Hellcat zur Rate gezogen. Hab mal geguckt. Und bei dem Hellcat haben wir die Vollslick-Reifen drauf. Mit 315 irgendwas. Habe ich hier mal draufgeschmissen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Sah voll mega kacke aus. Ganz ehrlich. Nicht die Reifenbreite, das ging. Das war okay, das passte gerade noch so in den Kotflügel rein. Aber der Reifen, ein Slick auf dem Auto, nee, ging gar nicht. Hat mir überhaupt nicht gefallen, deswegen bin ich hier bei dem Classic Race Pro geblieben. Habe aber die Reifengröße von 255, 50, 15 auf 285, 45, 15 erhöht. Und ja, jetzt funktioniert es. Jetzt bricht er nicht mehr so aus. Das hat geklappt. Das haben wir ausprobiert. Und nice. Und damit würde ich sagen, ist der Wagen jetzt offiziell abgeschlossen. Perfekt. So, dann können wir uns aber auch hier mal um den RX-7 kümmern. Ja, da kann ich eigentlich direkt mal kurz im Lager gucken, was ich hier an Teil oder ob ich überhaupt Teile für dieses Fahrzeug habe. I don't know. Müssten wir eigentlich. Ich habe gar keine Ahnung mehr. So, suchen wir mal eben nach Mazda. Mazda. RX. Ich habe keine Ahnung, was da für eine Zahl. Ah, mit Bindestrich, okay. So, wir haben einen Kotflügel vorne rechts. Aber Moment, warte mal. Wir nehmen einfach mal das raus, das raus. Eine Tür haben wir, eine Heckklappe von RX-7 haben wir, das finde ich auch nice. Kotflügel von, warte mal, was ist das? Von rechts, das ist der gleiche. Braucht man nicht. RX-7 Heckstoßstange haben wir, sehr schön. Auch zweimal. Ja, nice. Haben wir das doch schon mal. So, was fehlt uns denn hier? Die vordere Stoßstange fehlt uns definitiv. Das ist schon mal nice. Die haben wir schon mal. So, was für eine Tür war das? Zum hier so Karosserie. Die Tür. Ja, die Tür haben wir auch. Warte mal, weißt du was? Wir schmeißen das mal drauf. Zack. Haben wir das? Haben wir das? Scheinwerfer haben wir nicht. Haben wir hier den Kotflügel? Ne, den haben wir nicht. Heckklappe hatten wir, glaube ich. Ne? Ja, sehr schön. Und Heckstoßstange, ja gut, okay, die haben wir ja, die ist ja drauf. Okay, ja, nee, das passt, aber haben wir wenigstens auf jeden Fall ein paar Teile gespart. Spiegel haben wir leider nicht, okay. So, dann müssen wir mal gucken, was brauchen wir hier? Nee, ich baue jetzt erstmal den rostigen Mist hier runter. So, einmal das. Dann die runzelige Tür. Die runzelige Heckstoßstange runter. Auch mal rausnehmen. Und ist der in Ordnung? Keine Ahnung. Nehme ich mal mit. Probieren wir aus. So, dann können wir mal gucken, dass wir die mal reparieren. RX7, RX3 haben wir ja gemacht. RX7. RX7 hatten wir noch nicht. Ja, mal wieder ein Japaner. Den könnte ich mir so in dem Fast and Furious Style vorstellen irgendwie. Ne, Quatsch, halt mal zurück hier auf. So, die Tür war repariert. Und gerade von der Fast and Furious da drin. Ah ja, okay, die Stoßstange hier ist krachen gegangen. Kein Problem, packen wir direkt eine neue drauf. Läuft. So, was wollen wir mit dem Kotflügel hier? Der ist auch krachen gegangen. Ja, moin. Sehr schön. Ah, okay, das ist da. Achso, den hatten wir ja nicht. Da wird ein Schuh draus. Moment, Spiegel hatten wir glaube ich auch noch, ne? Ja, sehr schön.
Und den hat man nicht, ne? So, dann brauchen wir den Außenspiegel rechts, die Scheinwerfer, Kotflügel links und die Scheiben und die Rückscheinwerfer. Ist ja easy. Besorgen wir die doch mal ganz schnell, würde ich sagen. Ach ne, so nicht. Karosserie, warte mal, Karosserie Tuning. Gibt es den Mazda hier? Nein, war mir klar. Karosserieteile. Mazda RX-7. So, RX-3, 3, 3. Wollen wir nicht. So, was war das jetzt? Kotflügel. Ah, verdammt, ich habe schon wieder vergessen. Warte mal, Moment, das steht so. Außenspiegel rechts. Fehlt mir. Heckklappenscheibe fehlt. Kotflügel links fehlt. Heckleuchten fehlen. Frontleuchten fehlen. Und die Scheiben fehlen. Dann haben wir das doch. Dann hätten wir den Wagen nämlich soweit erstmal wieder zusammen. Also das passt doch schon mal wieder. Muss ja auch vorwärts gehen, ne? Soll ja zügig hier rangehen. So, zack, da tun wir mal auf Bühne. Zwei. Danke. Mal ein Putztuch noch hier. Auf Bühne 2, sehr schön. Haben wir das auch? Dann wollen wir diesen rostigen Haufen irgendwas da mal hier. Ah, da wird wirklich ein Schuh draus, wa? Racing Design gefällt mir. Kann man den so lackieren? Fände ich nice. Wäre nämlich blöd. Wenn nicht, dann fehlen mir ein paar Teile, weil die kaputt gegangen sind. Egal, gucken wir mal. Zack, weg damit. So. Dann. Karosserie. Scheibe rein. Rückleuchten rein. Schwarze Heck sieht natürlich auch nicht verkehrt aus, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Kann auch was. So. Spiegel. Halt. Na da. Richtig. So. So. Nice. Haben wir das auch. Ja, da haben wir doch optisch schon mal ein bisschen was geschafft. Nice, Alter, die Lackierung, die gefällt mir. Das begrüße ich. Da will ich auf jeden Fall mehr von sehen. So, wo hat der den Motor? Tada, Mittelmotor. Einmal die Batterie raus, danke. Kriege ich die hier von. Ne, kriege ich natürlich nicht. So, hier das raus. Kühler raus. Oh. Eine ganze Klammer ist noch übrig. Wow. Juhu. Zack. Zack. Oh, aber die Zeit. Die, ach du Scheiße. Fehlt hier nicht irgendwie ein Motor? Nur mal so eine Frage am Rand. Sollte hier nicht irgendwie sowas wie ein Motorblock erscheinen? Alter Schwede. Huch. Ich glaube, den habe ich damals vom Schrott mitgenommen und habe aber nicht in die Motor da reingeguckt. So. Irgendwie fehlt mir da ein Stück Motor. Ich bin mir da nicht sicher, aber man munkelt, dass da irgendwas hingehört, was den Wagen antreiben soll. Naja, schauen wir mal. Was kommt denn hier überhaupt für ein Motor rein? Ein Wankel, 13, 3, was? 13 BREW. 13 BREW, das tut weh. Ne? Wankelmotor ist, glaube ich, einer der wenigen Motorenvarianten, die ich nicht auf Lager liegen habe. Bin ich mir zwar nicht sicher, könnte aber demnach durchaus sein. Verdammt. Finde ich irgendwie ein bisschen nervig jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin. Naja, gut, okay. Wir werden sehen. Einmal runter, einmal runter, einmal runter. So, zack.
So, muss man mal gucken. Aber die Lackierung gefällt mir. So Racing-Style, so, da müssten eigentlich noch. Was sind das für Felgen hier überhaupt? Sind das irgendwelche speziellen? Felge Mazda Classic. Okay. Ja, ist Racingwagen, ne? Was willst du da feinere Felgen drauf machen bei einem Racer? Dann muss er, soll er eigentlich nur halten. Muss er nur schnell sein. Nicht gut aussehen. Aber doch, Auto muss gut aussehen. So, wow, eine ganze Felge kann man reparieren. Nice. Sehr schön. Oder auch nicht. So, Batterien noch aufladen, sonst schmeiße ich hier nachher aus Versehen wieder weg. Das möchten wir nicht. Mal laden bitte, Dankeschön. Ja, Felgen, scheiße. Na gut, okay, dann müssen wir dann jetzt eh mal gucken, wenn nur noch eine übrig ist. Kann man den Rest ja irgendwie. Finde ich jetzt nicht so prickelt, ne? Egal, schauen wir mal. So, wie ist denn die Beschaffenheit hier unten? Also, wie funktioniert denn das jetzt hier? Hier ist ja nicht mehr wirklich viel, ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, raus mit dem Zeug. Egal. Egal. Oh Gott, geht mir das auf den Sack. Egal. Danke, Herr Michael W. aus, keine Ahnung wo. Naja, was willst du machen, ne? Ohrwurm ist da. Raus mit dem Kram, Alter. Der Wagen ist echt gut Schrott, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube hier, ja. Ja gut, ist halt, ne, wird halt aufgebaut, fertig, aber Auto ist immer Verlustgeschäft, wenn man nicht irgendwie echt gut Gewinn bringt, verkaufen kriegt. Aber den will ich auch nicht wirklich verkaufen. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt direkt vor. Wir nagen ja nicht am Hungertuch, ne? Ist ja jetzt nicht so, als wären wir hier aus dem letzten Loch pfeifen würden. Im Gegensatz zu dem Wagen, würde ich sagen. Der pfeift hier mal aber komplett anders aus dem letzten Loch. Aber das ist echt nervig. Was kommt denn da? Warte mal. Alter Schwede, was ist denn das für ein Getriebe? Voll die Monsterscheibe hier, ey. Was ist das für ein Teil, ey? Alles in XXL. Voll das Super-Power-Getriebe, ey. Läuft bei dem. Wankelmotor. Ja. Apropos, scheiße, ich habe ja noch den alten Motor von dem hier, von dem Bösen hier. Den habe ich ja auch noch da hinten drauf. Den habe ich ja noch gar nicht auseinandergeschraubt. Scheiße, das habe ich ja völlig vergessen. Gut, okay. Dann muss ich den mir mal ins Inventar sneaken. Dann muss ich den später mal machen. Ich muss ja mal gucken, was kommt denn für ein, beim Wankel Motor für einen Motorblock hin. Damit ich schon mal gucken kann, ob ich da mal was habe. Gummilager noch, dann haben wir wenigstens die Vorderachse schon mal wieder am Start. Oh, Lenkgetriebe ist reparierbar. Das ist schon mal sehr gut. Das sind News, die gefallen mir. Wenn das Lenkgetriebe und die Kardanwelle reparabel sind, dann bin ich da glücklich. Dreh dich um. Ja, das dicke Ding hier habe ich ja noch hier. Entferne Motor vom Motorständer. Passt. Und dann neu Motor Wankel Wankel. Wie war das irgendwo mit REW? Wo denn hier überhaupt Wankelmotor? Da. 13B REW. 239 PS hat das Ding, okay. Und wo kommt der rein? Der 10A? 105 PS, was willst du denn damit? Das ist ja kein Ehring mit vom Teller. Ja, nehmen wir mal. So, jetzt muss ich mal gucken. Was muss denn hier. Ah, Moment. Nee, Quatsch. Sorry.
So. Ah, so läuft der Hase. Wankel, Mittel, Geräusch. Ah, okay, alles klar, jetzt verstehe ich das. Das sind diese Rottteile, alles klar. Ja, okay, dann ist das quasi. Ja, der schichtet sich dann wieder so komplett auf, der Motorblock. Alles klar. Ja, das machen wir dann nachher. Federbeine baue ich nicht auseinander, die kann man direkt wegschmeißen, die sind total hinüber. Oh nein! Oh nee! Oh nö! Ach Mann! Oh oh! Jawohl! Jawohl! Ja gut, wegen Kardanwelle und Lenkgetriebe sind wieder safe durchgegangen. Irgendwie macht mich dieses Blau, dieses Rot hier von. Ich glaube, ich muss den Boden doch wieder ändern. Das Rot hier, das macht mich so wahnsinnig. Das ist diese Beleuchtung, ja. Die schimmert hier voll durch. Gib mir vom Keks. So, das haben wir. Ne, Quatsch. Da will ich hin. So, die. Gut, okay, die müssen wir sowieso neu machen. MacPherson Stoßdämpfer, alles klar. Ja, gut, dann muss ich mal gucken. Da werde ich dann erstmal die Teile wieder besorgen müssen, ne? Ja. Nerv. So, bauen wir hier noch eben schnell auseinander, dann gucken wir mal. Dann kann ich nämlich alles in einem Rutsch dann besorgen, dann passt das auch. Das ist schon, also den Wagen, da werden wir gut investieren, glaube ich. Puh, da wollte ich nicht hin. Weil hier dann einigermaßen an Teilen was fehlt und der Rest einfach nur total im Sack ist. Also der Wagen, der ist ja wohl wirklich mal richtig Schrott. Ist das hier Luftfederung? Nee, Gasdruck, schade. Sonst hätten wir die reparieren können. So, das runter. Aber gut, okay, wir gucken mal. Vielleicht ein, ja, so Fast and Furious. Ich muss mir mal gucken, was da noch so für Lackierungsoptionen sind. Ich meine, diese Racing-Option so, oder dieses Racing-Design, das gefällt mir ja schon mal so ganz gut. Das geht ja schon mal in die richtige Richtung. So, was fehlt hier noch? Ah, hier. Zack. Ja, ohne Ende Gummilager hier. So. Nice, sehr schön. Zack. Alter Schwede. Hier ist echt einiges im Argen. Ich weiß wohl auch gar nicht mehr, was ich für den Wagen bezahlt habe. Wohl doch, das hätte ich gucken können, wie ich am. Ja, doch. Wenn man, ich glaube, wenn man zurückspult, ne, kann man es im Wert des Fahrzeugs sehen. Der Wert des. Ja, gut, wenn er vom Schrott kommt, habe ich eh wieder mehr bezahlt als er wert ist. Na, komm her. So. Den Kladderadatschi, den rasieren wir jetzt hier noch runter. Das muss so sein. Dann haben wir dann wenigstens komplett nackig unten runter. Dann passt das auch. Das Blöde ist natürlich wieder, ne? Man kann hier wieder. Ich hätte hier gerne so ein bisschen Tuning-Teile oder so. Für die DLC-Fahrzeuge. Das wäre auch nice. Tunen, ja, könnte man machen. Wobei, geht da was bei dem Wagen? Weiß ich gar nicht. Könnte man unter Umständen so auf, ja, ich sag ja, der Fast and Furious da machen. So, Achse, so, dann haben wir das wenigstens soweit komplett. Motor, ja gut, okay, da muss ich auch noch mal gucken, ob wir die Teile haben. Ich weiß gar nicht, ach, das schon. Rottteile haben wir ja irgendwo. Einiges. Aber ob das wieder die Richtung sind, ne? Schauen wir mal. So, was gibt's hier noch zu krachen?
Warum frage ich eigentlich, was hier krachen geht? Zack, meldet sich direkt Abnahme. Aber auch hier sind sehr, sehr, sehr viele Teile einfach nur hinüber. Ach, verdammt, ey. Ja, das ist übel. Da muss ich, glaube ich, jetzt entweder Glück haben, dass wir noch echt viel davon im, auf Lager liegen haben. Oder dass die Teile einfach ja, dann, ne, nicht so teuer sind. Naja, egal. Was soll's. Ist halt so. Ja, dann würde ich sagen, mache ich das mal fertig. Die, besorg die Teile. Bau vielleicht auch schon mal den Motor. Früher, warte mal, wie heißt das? Muss ich mir angucken, wie dieses Gehäuse hier heißt. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir den irgendwie wieder fit kriegen. So, Racing Style, das gefällt mir. Naja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne kommentieren, Däumchen nach oben da lassen und auch gerne ein kostenloses Abo. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sag mal bis demnächst. Ciao, ciao.